Es geht in die Uckermark, in die Nähe von Templin. Dort, wo die deutsche Bundeskanzlerin aufgewachsen ist, gibt es eine Kirche des Spaghetti-Monsters. Weltweit huldigen Pastafaris einem fliegenden Nudelmonster, das mit Fleischbällchen und Spaghetti-Tentakeln das Universum erschaffen hat. Immer freitags begehen die Anhänger des fliegenden Spaghetti-Monsters ihre Nudelmesse. Bei Pasta und Bier setzen sich die Brandenburger in Piratenkostüm für die Gleichbehandlung von Weltanschauungen ein. Klarmachen zur Nudelmesse. Die Mitglieder der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters rüsten sich zum Gang in ihr Gotteshaus. Die Begründung, weshalb sie das im Piratenkluft tun, liegt eigentlich auf der Hand. Und nur besonders böswillige Leute werden dann abstreiten wollen, dass die Erderwärmung ein Mangel an Piraten ist. Und deshalb sollen wir so oft wie möglich als Piraten auftreten. Arr! Alle Religionen geben Lächerliches und vor allem Ernst von sich. Da können wir doch keine Ausnahme machen. In ihrer Kirche, einem ehemaligen Vieh- und Schweinestall, huldigen die sogenannten Pastafaris dem fliegenden Spaghetti-Monster. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Ob Tora-Rolle oder Glaubensbekenntnis, Ähnlichkeiten mit anderen Religionen sind nicht zufällig. Hier kriegt jede ihr Fett weg. Die Pastafaris wollen damit klarmachen, dass sie Dogmen und Fundamentalismus ablehnen. Vor allen Dingen, weil dort die Gefahr besteht, dass eben durch diese strenge Bindung, durch diese Unterordnung an ein Führerprinzip, an das nicht selbst Entscheidungen fällen, sondern einfach Entscheidungen zu akzeptieren. Das lernt man ja mit Dogmen. Entscheidungen zu akzeptieren, ohne sie zu hinterfragen. Und dass man mit solchem gedanklichen Ansatz einem viel zu leicht zu missbrauchen ist. Und dafür legen sie sich sogar mit der Kirche an. Im benachbarten Templin montierte Rüdiger Weider, ein ehemaliger Jugendsozialarbeiter, 2014 eigene Messschilder am Ortseingang, so wie es die Kirchen eben auch dürfen. Der Schilderstreit ist bis heute ein Fall für die Gerichte. Wenn nötig, wollen die Pastafaris bis vors Bundesverfassungsgericht. Sie finden, Religionen haben sich zu breit gemacht. Was wir jetzt beobachten können, dass Religion immer mehr Sonderrechte für sich selbst, für ihre Gruppen einfordern und die auch teilweise durchsetzen können. Das finde ich als sehr gefährlich. Ich bin ja nicht intolerant gegenüber Leuten, die anderen gegenüber tolerant sind. Ich bin intolerant gegenüber Leuten, die von anderen verlangen, dass sie sich nach ihren Regeln zu richten hätten. Die Pastafaris legen Wert darauf, keine Sekte zu sein und treue Demokraten. Nur zu Religionen sagen sie eben nein, danke. Denn dein ist die Soße. Denn dein ist die Soße. Und der Käse. Und der Käse. Und die Fleischklößchen. Und die Fleischklößchen. In Ewigkeit. Amen.